Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Folge haben wir die Oper auf der drüberen Seite der Innenstadt erstellt und heute habe ich ja quasi angekündigt, ein bisschen mich wieder um den Verkehr kümmern zu wollen. Und da ist mir was eingefallen, das ich eigentlich gerne verwirklichen möchte. Und zwar würde ich ganz gerne eine bzw. zwei neue Straßenbahnlinien jetzt gleich mal zu Beginn erstellen. Und zwar hätte ich mir da überlegt, dass wir zwei Straßenbahnlinien machen. Und zwar soll die gute Straßenbahn beide sollen gerne hier mal starten. Jetzt schaue ich einmal schnell, wo könnte man die am besten starten lassen. Ja, das passt schon. Das heißt, hier fängt sie an, fährt hier rüber, fährt darüber, darüber. Dann haben sie hier gemeinsam die letzte Station, haben sie hier. Das heißt, ja, das passt. Dann würde ich gerne hier eine Haltestelle hinmachen. Eigentlich, ja, könnte man sich fast hier noch hinsetzen, hä? Ich meine, da eine Schaltstelle und da dann schon wieder die nächste. Ja, eigentlich nicht. Dann hier eine Haltestelle. Dann hätte ich gern hier eine Haltestelle. Hier eine Haltestelle. Und dann ist die Linie abgeschlossen. Und die wunderbare Linie heißt 1. Genau. Ganz einfach. Die Linie 1. Jetzt schauen wir da ins Fahrplanmanagement hinein. Suchen uns die Straßenbahn. Sagen natürlich wieder das wunderbare Straßenbahnrot. Und das ist nicht die 3, sondern das ist die 1. Und dieser Linie würde ich gerne sagen, du bist die 1. So, und die 1 kriegt natürlich auch eine spezifische Linieneinstellung. Sie startet einmal, so jetzt muss ich nur schauen, ja, da brauchen wir nichts einstellen, das passt, das passt. Das passt, das passt. So. Und Ticketpreis bleibt immer gleich. Das möchte ich so haben. Da werden wir jetzt auch ein bisschen was basteln. Und zwar um 0 Uhr. Nein. Um 1 Uhr morgens habe ich einen Zug draußen. Um 4 Uhr morgens haben wir 3 Züge draußen. Na? Um 6 Uhr morgens möchte ich gerne 5 Züge draußen haben. Um 9 Uhr sind es 4. Um 12 sind es wieder 5. Um 19 Uhr sind es 4. Und um 22 Uhr sind es wieder 3.
das müsste ehrlich gesagt reichen. Ticketpreis haben wir. Selbstverständlich sind dann nur die Ulf draußen. Und Betriebsbahnhof Landstraße ist der dazugehörige Betriebsbahnhof. Das passt. Das passt. Machen wir mal alle weg, die nichts damit zu tun haben. So. Und jetzt möchte ich noch gerne die, genau, jetzt möchte ich noch gerne die Linie selbst modifizieren, und zwar mit den Haltestellen. Und zwar startet sie nicht bei innerer Stadt, sondern Ja, von mir aus innere Stadt, das ist egal. Dann nehmen wir das Ring. So. Ring. Muss ich mal noch Namen überlegen. Innere Stadt ist einmal sicher nicht innere Stadt, sondern heißt. So. Mal schauen. Und zwar Träumermarkt. Das kopieren wir uns. So. Na. Also die Haltestelle hier. Steuerung V heißt Träumermarkt. So, die heißt einmal öffentlicher Durchgang, genau. Wunderbar. Das heißt einmal sicher nicht so. Ja, das ist sicher komplett alles verschoben. Straße. Straße. Das passt. Das kopieren wir uns raus. Das Teil heißt ebenfalls Ringstraße. Geht nur bis hier hin. So. Genau, und da habe ich schon im Abschluss der letzten Folge habe ich hier diesen Teil hier Burgring benannt und diesen Teil hier Opernring benannt. Da steht ein Baum drin. Da kommt einmal, da steht noch ein Baum drin, der kommt auch weg. So, dann schauen wir noch einmal in die Linie hinein. Und zwar, genau, Träumermarkt. Das heißt dann Ringstraße. Das heißt dann Ringstraße. Opernring. Ringstraße, Opernring, Burgring. Dann sind wir hier wieder auf der Ringstraße. Haltestellen benennen wir dann noch um, wenn es soweit ist. Und dann sind wir wieder auf der inneren Stadt. Und dann passt das. Und jetzt schaue ich einmal. Tatsächlich. Ha! Ring. Perfekt. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Und das passt. Und jetzt müssen wir noch eine Linie machen. Und wer hätte es fast gedacht? Es ist die gegengesetzte Richtung. Nämlich Start hier. Hier rüber. Hier rauf. Es gab mal früher in Wien die Straßenbahnlinie 1 und die Straßenbahnlinie 2. Die haben genau dieselbe Aufgabe gehabt, nämlich im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn zu fahren, sind aber dann leider ein Opfer der Modernisierung geworden. Die Linie 1 und die Linie 2 wurden dann quasi verlängert.
Und ist ja nicht schlecht, sage ich jetzt einmal ganz ehrlich, ist nicht schlecht, ne? Weil neu ist zwar nicht immer besser, aber in dem Fall war es gar nicht so schlecht. Aber es ist halt schade, denn es war immer ein Erlebnis. Einfach, man konnte einfach in die Straßenbahn einsteigen und eine komplette Ringrunde drehen. Und das war für Touristen vor allem schön. Und jetzt gibt es zwar auch die Vienna Ringtram sozusagen, also die da auch quasi die ehemalige Linie 1 abfährt, aber die kostet natürlich extra und ja, darüber lässt sich streiten. Ich finde, dass man das eigentlich so hätte belassen können. Hätte man nicht müssen, aber man hätte es können. Gut, soviel zum Thema wieder Geschichte in Wien. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt ebenfalls die Linie 1 und die Linie 2 habe. Und da werden wir gleich wieder umbauen. So. Das war jetzt falsch. Ich muss da noch einmal rein. So, nämlich du bist die 2. Du kriegst ebenfalls ein Straßenbahnrot. So, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich dich jetzt nehme. Genau, schließ dich kurz. Das haben wir. Das kann man kopieren. So. Dann gehen wir da wieder rein. Paste, dann haben wir dasselbe. Paste. Genau, dann haben wir dasselbe eingestellt wie bei der Linie 1. Nur ist es jetzt eben die 2. Das passt. Startet ebenfalls am Betriebsbahnhof Landstraße und nimmt ebenfalls die Siemens-Ulf-Fahrzeuge. Alle anderen, die nicht drauf gehören, löschen wir einfach raus. Gut. Das soll es jetzt gewesen sein. Können wir das einmal beenden und dann... Moment. Siemens-Ulf, Linie 1. Passt. Weiter. Linie 2. Na? So. Und... 2, 2, 2. Passt. Perfekt. Haben wir schon einen Zweier? Ja, da kommt schon der erste Zweier. Da steht Burgring drauf. Aha. Sollte aber eigentlich nicht die Haltestelle, die Starthaltestelle sein. Na egal, dann lassen wir das einmal so. Das können wir dann immer noch modifizieren und das werde ich auch noch modifizieren. Das Einzige, das mich da jetzt gerade immer noch ein bisschen ankotzt, ist, dass die da immer noch so stehen. Aber da wird es eine eigene Verkehrsfolge geben, denn da habe ich schon etwas vor mit dem Ganzen hier. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Da habe ich ja wieder mal einen guten Tipp bekommen. Und aktuell gefällt mir das sogar noch ein bisschen, aber da werden wir auf jeden Fall, kommt noch ein Umbau und da will ich jetzt gar nicht mehr dazu verraten. Was für mich jetzt wichtig ist, ist, nachdem wir die Straßenbahnlinie 1 und die Straßenbahnlinie 2 auf der Reise haben, würde ich jetzt da gerne mal das hier fertig anschließen. Denn das war ja auch ein Projekt, das ich begonnen habe, aber dann nicht zu Ende geführt habe. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich würde die Straße da gerne weiterführen. Das würde ich echt gern so machen. Ja, ich sollte vielleicht, das hier abschalten. Dann lassen wir das einmal so. Dann Wischwasch. So, dann sollten die Bäume da weg sein. Und das haben wir ja so weit gebessert. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich
mit den Notes arbeiten. Da würde ich einmal was ausprobieren. Und zwar, ich würde gern alle diese Notes hier nehmen. Und würde natürlich sagen, Steuerung H. Und da. So. Jetzt zeig dich mir, wie siehst du aus? Das gefällt mir, das lassen wir tatsächlich so. Ja, das darf gern so aussehen. Und jetzt nehmen wir die Straße wieder. Und schauen wir mal, was passiert. Sieht sehr interessant aus, die Konstellation hier. Das heißt, wir werden auch hier die Nodes nehmen. Da wird, da genau, das ist der hier, das ist der hier, das ist der hier. Sagen Steuerung H. So, mein Freund. Ich vergessen. Na genau. Ich würde gerne so aussehen. Was ich dir noch zugestehe, ist, dass du so. Nicht wundern, nur mir ist gerade so eine Art Mini-Geistesblitz gekommen. Ich will das ja annähernd parallel haben. Dann müssen wir das natürlich auch an... Hoppla, das ist zu weit. Dann müssen wir das natürlich auch annähernd parallel machen. So. Hab's noch weg. Jetzt kommst du wieder ins Spiel. Genau. Ja, so gefällt mir das. Nur dieser Hügel, keine Ahnung, warum man den Hügel da unbedingt immer haben will. Aber den nehmen wir jetzt weg. Jetzt sagen Steuerung H. Das so. Das passt. Wenn wir schon hier sind, wo wir ja wahrscheinlich länger nicht mehr hinkommen werden, werden wir da auch gleich ein bisschen Hand anlegen. Mal abgesehen davon, dass da keinen Übergang gibt, werden wir da mal das sieht cool aus. Ja. Wie sieht es hier aus mit der Höhe? Na, das sieht einmal komisch aus. Das sieht wirklich komisch aus. So. Steuerung H. Mhm. Jetzt ist gerade. So. Da müssen wir auch noch ein bisschen. Ich finde, das ist auch noch ein bisschen zu. Nehmen wir mal den Node Controller und ziehen da mal ein bisschen dran. Gleich ein bisschen besser aus. Ja, also jetzt sieht es viel sanfter aus. Ja, das können wir so lassen. Vielleicht eventuell noch den Node hier so zwei Punkte, so zack, zack. Ja, jetzt passt's.
So gefällt es mir. Und dann nehmen wir noch den Freund hier ein Stückchen auf die Seite. Genau, so können wir das eigentlich lassen. Sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Passt. Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir natürlich da gleich noch Striche machen. Das ist ja gleich geschehen. Mittlerweile geht das ja schon richtig schnell. Natürlich noch durchgezogen. Da machen wir natürlich durchgezogen. Dann sagen wir noch, wir hätten gern hier die Querfläche. Nehmen wir natürlich wieder Winkel. Sieht cool aus und geht schnell. Gefällt mir. So. Node Controller. Nein, Entschuldigung. Dann Linientool. Gerade gezogen. Gezogen. So. Perfekt. Dann kopieren. Einfügen. Fertig. Noch schneller. Sieht gut aus. Gefällt mir. Gut, dann geht's weiter. Und zwar müssen wir die Strecke hier verlängern, dass wir da auch endlich einmal. Können wir sogar wirklich noch. Da würde ich ihm sogar noch erlauben, eine Zeit lang parallel daneben fahren zu lassen. Dann würde ich langsam mich von dieser Parallelführung hier abnabeln. Hier rüber. Dann würde ich hier tatsächlich einfach andocken. Und mal schauen. Ja, das können wir durchaus so lassen. Dann nehmen wir uns den Node Controller, ziehen da mal ein bisschen auseinander, geben die Junction Markings weg und hier würde man sogar sagen, ihr habt Vorrang. Und ja, das können wir so lassen. Das Einzige, das ich hier noch machen möchte, ist, dass ich hier sage, also Moment, dass wir hier sagen, ihr bleibt schon in der Spur. Hier müsst ihr euch auch schon entscheiden. Hier gibt es nur das. Und hier gibt es nur das. Genauso wie es hier nur das gibt. So, da machen wir das auch noch. Da machen wir das auch noch. Und da werden wir jetzt, das haben wir erledigt. Dann werden wir hier noch den Node Control, das Marking Tool nehmen. Hier sagen wir ganz einfach. Durchgezogen. Gezogen. Ja. Durchgezogen. Allerdings von hier nach hier. Genau. Von
hier nach hier. Genau. Und das. Und das ist super, das passt, das gefällt mir. Und das können wir eigentlich so lassen. Was ich nur gerne machen möchte, ist bei den Linien, genau, ich würde schon noch gern bei den Linien hier noch was machen. Und zwar noch eine neue Regel von hier nach hier, genau. Und von hier nach hier. Genauso wie von hier nach hier und das ist durchgezogen. Das passt. Dann werden wir hier aber trotzdem das so machen. Ist angenehmer. Gut. Perfekt. Dann haben wir tatsächlich diese Verbindung hier. Diese Bypass-Linie. Diese Bypass-Strecke hier. Und die können da bis darüber und dann können sie halt sich hier auch überlegen, wie sie in die Stadt hinein wollen. Ja, und natürlich so wie alle anderen mit einem kräftigen Stau in die Stadt hinein. So, das passt. Das wollte ich eigentlich schon immer so haben, seit mir die Idee gekommen ist, dass man das so machen könnte. Und jetzt ist es endlich abgeschlossen. Das heißt, jetzt haben wir wirklich alles Mögliche an Verbindungsstraßen erstellt. Und das passt. Jetzt will ich da noch eine Kleinigkeit machen. Nämlich, ja, da hat sich das alles eigentlich schon gut gebessert. Da müssen wir gar nicht mehr machen. Das sieht schon ein bisschen komisch. Was ist denn mit dir? Ah, das Autosave. Was ist mit dir? Was machen die da? Mit dem Stau hier? Die bleiben alle da stehen. Das gefällt mir gar nicht. Ich erlaube denen einfach, bevor sie da lang umeinander blödeln, dass sie da auch noch rüber dürfen. Okay, die versuchen sich da irgendwie einzuparken. Es gelingt ihnen auch bis zu einem gewissen Punkt, aber offensichtlich gibt es da hier irgendein Problem mit dem Anliefern. Sind das eigentlich hier alles? Ja, genau. Okay, dann machen wir da was anderes und zwar sind wir bei 28 Minuten, das heißt die Zeit nutzen wir. Wir nehmen jetzt mal die Gebäude hier, ziehen die so rauf. Ah, er zeigt mir eh an, wenn sie aus dem Radius sind. Muss die da ein bisschen nach hinten schieben, weil es gibt da immer wieder Probleme mit den Levern. Das will ich auf Dauer nicht haben. Das sage ich ganz ehrlich. So, vielleicht wird es dann ein bisschen flüssiger. Gut, das passt, das gefällt mir.
Und was ich auch schon die ganze Zeit machen wollte, ist, ich bin zwar ein Freund des Radfahrens und ich bin auch ein Freund von Radstreifen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich mich nicht anfreunden damit. Das heißt, wir werden da jetzt die Straße hier nehmen und werden das hier upgraden. Und zwar mit, das ist da, das ist 4. Mit dem Teil hier. So, das lassen wir jetzt einmal so. Jetzt würde ich gerne, da gebe ich jetzt Beinhard 2 abbiege Spuren her. Beziehungsweise, ne, das brauchen wir gar nicht. Sondern da arbeiten wir wieder mit dem hier und sagen zweimal links, zweimal gerade und einmal gerade rechts. Das passt. Dann nehmen wir hier den Node Controller. Da haben wir 15, das heißt, wir geben hier wieder 15 ein. Das dürfen sie, no junction markings, das passt. Die Ampel sollte ja noch mal stoppen. Schauen wir sich einmal an, wie siehst du aus? Du bist genau gerade rechts, Anzeigen, Linksabbieger, gerade rechts, Linksabbieger, perfekt, darf wieder starten. Das können wir so lassen. Und hier würde ich ganz gerne jetzt schon sagen, wir machen die Straße hier. Ohne Parkmöglichkeiten. Das wäre natürlich nice. Müssen wir das mal kurz anschalten. Das ist leider nur so. Und mit Bäumen. Ist aber gar nicht so schlecht. Die gleich hier. Die gleich hier. Selbstverständlich, ja, das passt. Das können wir so lassen. Das Einzige, das wir da noch machen müssen, ist auch hier kein Übergang. Das ziehen wir schön auseinander. Hier sagen wir noch, mit Hilfe der Spurverbinder. So, Moment. Wenn ihr die Spur habt, seid ihr drinnen. Genauso, wenn ihr die Spur habt, seid ihr drinnen. Ja. Ihr beide geht dahin. Bleibst gerade. Du bleibst gerade. Das mit dem Parken. Ja, andererseits, warum nicht? Sollen sie halt parken? Na, es ist, keine Ahnung, da kommt eh noch was dazu, dann sollen sie da parken, das stört mich jetzt gar nicht.
Und was wir noch machen können, ist, dass wir natürlich wieder sagen, hey, so, das sagen wir vollständig, das passt. Durchgezogen, gezogen, dann machen wir das so, so. Okay, das wird gar nicht gehen, also lassen wir das so. Und so, das machen wir so. Und egal. Das möchte ich ja aber nee. Gestrichelt haben. Genau. Das möchte ich gestrichelt haben. Und das möchte ich gestrichelt haben. Sieht gut aus und gefällt mir. Und dann sollte sich das hier auch noch ein bisschen bessern, weil jetzt haben die hier zwei abbiege Spuren und eine geradeaus Spur. Dann sollte das Ganze sich da ein bisschen verbessern. Und wir sind jetzt bei 37 Minuten und haben somit das Ende der heutigen Folge erreicht. Ja, ordentlich was weitergegangen. Wir haben da hinten endlich, falsche Richtung, wir haben da hinten endlich die letzte Bypassstrecke angeschlossen, nämlich direkt vom neuen Industriegebiet Nord da nach drüben und wurde auch schon genutzt, beziehungsweise man sieht tatsächlich, es wird genutzt und das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich hoffe, dass wir den Verkehr noch so weit umleiten können, wie ich mir das gerne vorstelle. Und in der nächsten Folge schauen wir natürlich wieder ein bisschen in der Innenstadt vorbei. Und dann gibt es noch ein bisschen Verkehrsmanagement mit den Straßen hier und ja, mit den anderen Hauptstraßen. Da möchte ich jetzt noch nichts verraten, da habe ich noch etwas Spezielleres vor und ich glaube, das wird uns auch so gelingen. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Servus.